Die Johanneskapelle des Kölner Domes ist für die Kölner Dombauhütte von ganz besonderer Bedeutung, denn hier liegt Konrad von Hochstaden begraben, der Kölner Erzbischof, der 1248 den Grundstein für den heutigen hochgotischen Bau gelegt hat. Dargestellt ist er nicht im Alter von über 60 Jahren, in dem er gestorben ist, sondern verjüngt als Jugendlicher, den Blick gerichtet auf den Altar und das Kreuz, die Auferstehung von den Toten erwartend. Einmal im Jahr feiert die Kölner Dombauhütte und daher ist das Grabmal noch so mit Blumenkränzen geschmückt. Hier ein Gottesdienst in Erinnerung an Konrad von Hochstaden, aber auch an alle Förderer des Domes vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Gottesdienst, der von dem großen Domförderer Sulpice Bosseré gestiftet worden ist. Passend dazu, dass sich hier in der Kapelle das Grabmal desjenigen befindet, der mit dem Bau des gotischen Domes begonnen hat, findet sich hier auch der größte Schatz, den die Kölner Dombauhütte noch besitzt, nämlich der berühmte Fassadenriss F, ein über 4 Meter hoher Pergamentplan, der die Westfassade des Kölner Doms bis ins Detail so gezeichnet zeigt, wie sie im 19. Jahrhundert tatsächlich vollendet werden konnte. Der Plan muss vor Licht geschützt werden, daher ist er normalerweise hinter einem grünen Vorhang verborgen, den wir aber jetzt lüften dürfen. Aus über 20 Stücken Pergament gefertigt und über 4 Meter hoch handelt es sich beim Fassadenriss F um den größten erhaltenen mittelalterlichen Architekturplan der Welt. Er zeigt die Westfassade des Kölner Domes mit ihren beiden Türmen ins Detail durchgezeichnet, fast so, wie sie dann tatsächlich im 19. Jahrhundert vollendet werden konnte. Entstanden ist der Plan im späten 13. oder im 14. Jahrhundert und er diente sicherlich in erster Linie auch als Präsentationsplan, um dem Domkapitel, aber auch Stiftern für den Dombau zeigen zu können, wie die Architektur des Domes einmal aussehen soll. Und man kann sich vorstellen, dass ein einzelner Zeichner hier mindestens ein Jahr an diesem Plan gearbeitet hat. Alle Architekturteile sind bis ins Detail durchgezeichnet. In den unteren Bereichen sieht man sogar die einzelnen Steinlagen. Man sieht die Wasserspeier durchgestaltet. Eine Feinheit und Akribie wurde hier an den Tag gelegt, die ihresgleichen sucht. Und das erklärt vielleicht auch, warum man im Mittelalter sehr genau sich an diesen Plan gehalten hat und keine großen Veränderungen an der Fassade des Domes vorgenommen hat.